Hallo, da sind wir mal wieder aus Straßburg, Jan und Ska. Aber sag mal, Jan, du hängst ja so völlig depressiv rum die letzten Tage. Ist ja echt nicht auszuhalten. Was ist denn da los? Ja, echt scheiße, wirklich. Gestern haben 409 Abgeordnete eine 10 Jahre währende Debatte über die Fluggastdaten zum PNR-Abkommen mit den USA zum Abschluss gebracht, indem sie Ja gesagt haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Mehrheit dafür bekommen und jetzt kann das in Kraft treten, dieses Fluggastdatenabkommen. Das erste Mal hat das Europäische Parlament das jetzt akzeptiert, dass die Amerikaner diesen Riesenhaufen an Informationen über alle Flugreisenden sammeln dürfen und immer schön gucken dürfen, ne, ist er verdächtig oder so, wenn er mehr Gepäck mitnimmt oder so. Naja, also das macht einen schon ziemlich depressiv. Aber es gibt ja so einen kleinen Lichtblick, nachdem diese ganze Geschichte mit den Fluggastdaten baden gegangen ist. Denn im Juli stimmen wir ACTA ab und dann gibt's alles zurück. Dann sagen wir Genau, nämlich alle Nein. genau. So, ne? Zumindest gibt es gute Hoffnung, dass wir dafür eine Mehrheit kriegen. Der Berichterstatter zu ACTA hat jetzt auch gesagt, dass er ACTA eigentlich gar nicht haben will. Bei den Sozis breitet sich auch eine Nein-Stimmung aus. Also hoffen wir, dass wir das Ganze kippen können noch vor der Sommerpause. Sehr gut. Ja, das ist auch echt wichtig, weil ACTA eben unverhältnismäßig und blöd und ich meine auch, dass wir die Zeit brauchen, endlich mal, um über das Urheberrecht und das geistige Eigentum generell nochmal neu zu diskutieren, wenn es um Durchsetzungsmaßnahmen geht und so. Ich glaube, da ist noch einiges, was an Erklärungsarbeit zu leisten ist. Apropos Erklärungsarbeit, es gibt ja hier so eine Möglichkeit, dass wir als Abgeordnete die EU-Kommission hierher zitieren können nach Straßburg und fragen können im Rahmen von mündlichen Anfragen und ihnen vielleicht auch erklären können, was wir so alles denken über ihre Arbeit. Das hattest du diese Woche gleich zweimal gemacht. Was habt ihr denn da an die Kommission gefragt? Genau, also einmal gab es eine Anfrage zu biometrischen Pässen und zwar ist die Kommission ganz verrückt nach biometrischen Daten, der Rat übrigens auch, die Mitgliedstaaten. Und es gibt jetzt eine Evaluierung über die biometrischen Pässe, die es bis jetzt gibt, deren Sicherheit, Verlässlichkeit etc. Und viele finden halt, es ist überhaupt nicht verlässlich, weil man Daten normalerweise nicht verifizieren kann, allein weil die Person zu jung ist, zu alt oder irgendwas mit den Händen halt arbeitet. Dann gibt es jetzt in Frankreich, aber auch anderswo, ganz viele gefälschte biometrische Pässe, weil die dann einfach ein gefälschtes Geburtszertifikat vorlegen und dann kriegen sie einen biometrischen Pass. Und dann sind sie quasi, also gefälscht, aber es ist ein echter biometrischer Pass. Also es ist überhaupt nicht sicher etc. Und man gaukelt da so eine Sicherheit vor und sagt, das ist das Ding, völlig verlässlich, aber das stimmt halt überhaupt nicht. Und da haben wir jetzt eben kritische Anfragen gestellt, weil die Kommission das gerne ausweiten möchte oder eher noch die Mitgliedstaaten, die jetzt auch mit dem Smart Borders Package versuchen, mehr und mehr biometrische Daten zu sammeln von allen Drittstaatenangehörigen. Aber dagegen machen wir auch unsere tolle Aktion smashborders.eu. Ja, und die zweite Anfrage, das war eine zur Situation von den Migrantinnen und Migranten in Griechenland. Das sieht ja überhaupt gar nicht gut aus, aber das ist ja schon seit Jahren so. Und die Kommission hat da ordentlich viel Geld reingesteckt auch und gesagt, hier nutzt es zum Aufbau des Asylsystems etc. Passiert ist halt nicht viel. Es gibt irgendwie einen Asylservice, der hat nur samstags vormittags auf und dann behandeln da so irgendwie so 10 Leute am Tag oder so, wie gesagt, nur am Samstag. Und bei so einer Asylstelle, die eigentlich 700 Leute beschäftigen sollte, da sind nur 11 Leute beschäftigt. Und also da gibt es ganz, ganz viel, was Griechenland noch machen muss und eigentlich schon längst hätte machen müssen. Klar ist auch die EU gefragt, zum Beispiel bei Reform oder Abschaffung der Dublin-II-Verordnung, die ja auch gerade zum Problem führt mit Griechenland. Oder auch anderweitige Unterstützung. Aber es hilft natürlich auch nicht, wenn jetzt in Griechenland Wahlkampf gemacht wird, quasi auf dem Rücken von Migrantinnen und Migranten. Ja, da sind wir also halbwegs d'accord mit der Kommission, die halt auch sagt, Leute, Griechenland muss hier liefern, aber eben auch, EU muss auch unterstützen. Ja, Stichwort Wahlkampf. Wir haben ja jetzt einige Wahlen vor uns, nicht nur in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, auf jeden Fall Grün wählen. Sondern ja auch am Sonntag in Frankreich und dann in Griechenland. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch einige Leute von der richtigen Seite mobilisiert bekommen, um das dann auch zu ändern, diese Ja, Politik. Daumen drücken, Wahlkampf machen. Genau. Okay. Okay, dann bis zum nächsten Mal aus Straßburg. Tschüss. Tschüss.